Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Günther. Höfler. Jonathan Schmid. Lukas Höhler. Griffo. Da wäre jetzt Platz. Da kommt die Flanke. Gute Aktion, Spiel raus. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ball ist weg, Einwurf landet beim Gegner. Ja, klasse Pass. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Klasse Zuspiel. Gefährlich. Tor. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lukas Höhler. Sieht vielversprechend aus. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Bojan Palo. Gieselmann. Lukas Höhler. Schöner Pass jetzt. Guter Steilpass. Den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Super Tor, in den Pfosten und dann rein. So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke und dann macht er das überlegt mit ganz viel Ruhe und Geduld. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. ...2:0 steht's hier, sie machen einen guten Eindruck. Ein wichtiger Hinweis zu unserem Pfandsystem. Mit jedem Pfandbecher unterstützen Sie unsere Nachwuchsarbeit. Dafür danken wir Ihnen allen sehr herzlich. Vielen Philipp Lienhardt. Günther. Lukas Höhler. Sie verlieren den Ball. Unaufhaltsam. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Die Defensive steht. Griffo.
Jonathan Schmid. Gibt jetzt Einwurf. Gulde. Also für mich sind sie da aktuell ein wenig zu passiv. Fairer Einsatz hier. Jetzt können sie vielleicht kontern. Gieselmann. Gentner. Robert Andrich. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Dominik Heinz. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Robert Andrich. Anspiel kommt gut. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Ja, ja, da ist Abseits. Ist ein Augenblick zu früh losgelaufen. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Griffo. Ein Pass mit viel Auge. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Da kommt die Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ball kommt in die Mitte. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Sie geben den Ball ab. Vincenzo Grifo. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Gentner. Gentner. Gieselmann. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? So fangen Sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Höfler. Vielleicht die Konterchance. Vincenzo Grifo. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. So, Gefahr. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ballverlust. Vincenzo Grifo. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Wechsel bei Freiburg. Oh, und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt.
Die Nummer 27. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Nicht mehr dabei. Die Nummer 32. Markus Ingwertsen. Neu in der Partie. Die Nummer 21. Gentner. Bojan Palo. Ball kommt rein. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Griffo. Günther. Das Passspiel gefällt mir gut heute. Ja, das machen sie richtig gut. Der Ball läuft schön. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Muss Ecke geben. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Ecke in die Mitte. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Gentner. Robin Knoche. Robert Andrich. Ist hier immer noch am Ball. Da ist die Flanke ins Zentrum. Und die Flanke hat er. Und da ist der Ball wieder weg. Christian Gentner. Ein guter Block hier. Gefährlich. Da kommt die Flanke. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Immer noch diese Szene. Jetzt ist der Platz da. Herrlich bringen sie da den Ball blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst und sie dürfen zu Recht jubeln. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.